Na komm. Trink. Na komm, Schnüffelmaus. Jo, hi und Liners und willkommen zum 3. August, es ist Montag. Schöner Sommermorgen wie immer, wie die letzten Tage auch. Und außerdem willkommen zu Vlogging the Family, das Live-Vlog der Eisflugsfamilie. Ja, ich mache mal gerade wieder die obligatorische Morgenrunde. Guck mal eben nach dem Kürbis und so. Ich habe gestern Abend noch gegossen, sollte eigentlich alles noch feucht sein. Außer das Gras, das hat gestern nichts abgekriegt. Ja, da ist noch alles feucht drunter. Das sieht alles noch okay aus. Und schon wieder eine Gurke dran. Jawohl. Die sind rot. Die ist schon essbar gelb. Und voll sitzen sie. Das ist fein, das freut uns. So, gucken wir mal hinten zum Sweet Dumpling. Oh ja. Der kann jetzt oben drüber ein Ranggitter gebrauchen. Das lege ich jetzt diesmal nur oben drüber. Ich habe ja die letzten Jahre immer so ein Gestell eingeschlagen. Das kann ich mir jetzt klemmen. Jetzt kann ich einfach diese Rankhilfe hier oben über die Kiste drüber legen und ziehe die Ranken einfach oben durch. Dann können die da oben drauf liegen und vielleicht hier vorne runter ranken. Werden wir sehen. Oh, sieht noch nicht aus, als wenn da irgendwelche... Ja doch, die ersten Blüten kommen auch. Ja, der muss sich jetzt auch langsam ranhalten. Aber das wäre ja cool, wenn der Tag heute genauso grandios wird wie gestern. Dann können ja die Schnuffelmäuse heute wieder hier draußen in ihrem Badeparadies den Tag verbringen. Mit der Diana alles noch liegen gelassen hier. Und wir machen das hier vorne auf dem Pflaster, einfach weil es da wärmer ist. Weil wenn die Steine durchgewärmt sind, ist es auch warm von unten. Und außerdem, wenn sie da Wasser rausplatschen, wird drumherum nicht alles matschig. Und die Schnüffelmäuse beim Aussteigen nicht so dreckig. Trick, trick. Am Hokkaido sind schon welche dran und von der Größe her würde ich mal sagen, der dürfte auf jeden Fall befruchtet sein. Genauso wie der da. Da haben wir eine weibliche Blüte. Da haben wir auch eine männliche. Da unten haben wir männliche. Können die Bienen von Nachbarn sich ranhalten. Ja, beim Butternuss, da ist es inzwischen so, da haben wir auch die ersten männlichen Blüten. Noch keine weiblichen, aber hier werden sich bestimmt demnächst welche entwickeln. Da muss er sich auch ranhalten. August hat angefangen. Unsere Pfirsiche, die sollen heute noch mal die Sonne einfangen. Und dann gucken wir, wie sie heute Abend aussehen. Ob wir sie vielleicht heute Abend oder morgen pflücken. Nicht, dass sie nachher doch noch überreif werden und runterfallen. Das wäre natürlich ärgerlich. Ja, die Schnuffelmäuse haben eine gute Nacht verbracht. Natürlich wollte Victoria um 20 nach 11 ihre obligatorische Abendflasche haben. Da hat aber Charlotte das locker weggeratzt und wach geworden für die morgendliche Flasche. Die erste sind sie beide so um 3:45, glaube ich. Das ist zwar für uns früh, aber für die Schnuffelmäuse ist es halt normal. Weil wie war das alles zwischen 5 bis 8 Stunden, all das gilt als durchschlafen und naja, das haben sie ja quasi geschafft. Und außerdem schlafen sie immer noch mit dem Schnuffel. Na gut, dann starten wir mal in Arbeit und Woche und schauen, was so auf uns zukommt. Stimmt ja, wir haben gar keine Brötchen. Die Schnuffelmäuse kommen schon runter. Na, Charlotte? Ja. Ups, jetzt hast du den Schnuller fallen lassen. Na? Ach, Victoria, trägst du wieder deinen Sonnenhut durch die Gegend? Wobei, der hat ja eigentlich deine Schwester auf, ne? Und eigentlich wollte er sonst keine Mützen aufsetzen, aber der hat es dir irgendwie angetan. Victoria! Kleine Süße! Ja, du hattest den eigentlich auf gestern, ne? Willst du hinterher? Wollen wir hinter deiner Schwester her? Wollen wir hinterher her? Ja, ne? Wollen wir nicht in den Wintergarten. Mama sagt, wir wollen nicht in den Wintergarten. Ey, Victoria, du willst nicht in den Wintergarten. Ach, Nachbars
und decken auch schon den Frühstückstisch. Ja, die frühstücken sonst hier vorne, aber wenn die Sonne knallt, dann eher da hinten. Heute werden wir nochmal versuchen, Eiweißbrötchen zu kriegen. Wir haben ja die ganze letzte Woche darauf verzichtet, weil ich es ja zweimal versucht habe und zweimal gab es keine. Was vermutlich der Ferienzeit geschuldet ist. Freilaufender Hund. Was vermutlich der Ferienzeit geschuldet ist. Und die eventuell gar keine Weihnachtsbrötchen, ja. Eiweißbrötchen bestellen. Und tja, da sieht es dann halt schlecht aus. Und das Problem ist, ich könnte sie ja bestellen, die Eiweißbrötchen. Wenn da jemand wäre, der willig wäre, meine Bestellung anzunehmen. Das Problem ist, die tatsächlich nur mit Aushilfen bestrittene Backstation, Backtresen, da findet sich keine, die mutig genug ist, diese Bestellung entgegenzunehmen. Ja, wir müssen das ja über Reichelt bestellen und ja, ist in Ordnung. Wo ist denn da das Problem? Wenn das bestellt und das kommt nicht, dann ist halt Pech, ne? Ja, deswegen habe ich da bis jetzt jedes Mal drauf verzichtet und dann holen wir halt von einer anderen Bäckerei halt Roggenbrötchen. Weil ehrlich, außer Eiweißbrötchen ist bei Thürmann bei uns kaum was Interessantes gibt oder für uns kaum was Interessantes gibt. Ja, die Schusterjungen sind eine Katastrophe und alles andere ist auch eher Weißmehlbrötchen. Ja, wenn man nicht schon genug anderes zu tun hätte, dann würden wir halt wieder selber backen, aber ey, da dann auch noch eine halbe Stunde für zu investieren. Wenn man es halt gekauft kriegen könnte, ist halt doof. Ja, wir müssen unbedingt wieder in den Lokalrhythmus kommen. Das kotzt uns ja selber schon an. So, es ging halt darum, dass wir oft einfach nicht zum richtigen Kochen kommen. Und da bist du froh, wenn du einfach was aus der Kühltruhe oder so rausholen kannst. Oder einfach beim Lieferdienst Bescheid sagst. Und wie man es dreht und wendet, ist das alles nicht lokal. Eher im Gegenteil. Und das merken wir leider auch. Und das hat man relativ schnell gemerkt. Und ja, das gefällt uns eigentlich gar nicht, aber da gab es momentan keine Option zum Ändern drin, weil die beiden Schnuffelmäuse einem da wenig Platz gelassen haben und gesagt haben, nö, jetzt habe ich aber Hunger, los, mach was. Ja, und dann, jetzt wollen wir beschäftigt werden. Ist ja auch so, dass wir ja relativ häufig morgens getrennt frühstücken, weil natürlich fangen wir alle vier zusammen an und dann sind die beiden Schnuffelmäuse als erstes fertig und dann haben sie natürlich keinen Bock mehr, im Stuhl zu sitzen, bis wir auch fertig sind und dann muss einer von uns beiden, meistens natürlich Diana, weil ich ja auch wieder in den Keller muss, sich erstmal um die beiden Mäuse kümmern, die beschäftigen, mit denen spielen, während ich dann zum Beispiel zu Ende frühstücke und Diana dann irgendwann zwischendrin mal auch was frühstückt und kennen wir, ist ja der Teufelskreis, den man eigentlich nicht machen sollte. Hey, do you feel lucky, Punk? Yes, I felt lucky. 16 Stück wird der Eiweißbrötchen mit Konkurrent aber Trauer haben. Heute war auch die erste Stammbesetzungsdame wieder da. Hab aber trotzdem erstmal nicht bestellt, weil das reicht ja erstmal wieder eine Zeit. Na? Ja. Nom 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 Ja, Käse. Pippi, bist du fertig mit Frühstück? Hm? Bist du fertig? Ich weiß noch nicht, Papa, ich weiß noch nicht. Ich habe zwar zweimal aufgestoßen, aber da ist ja noch so viel Leckeres auf dem Tisch. Die meisten Sachen darf ich zwar nicht, aber ich könnte ich alle mal anessen. Oh, die kleine Victoria kriegt immer noch Frischkäse. Nam, nam, nam. Frischkäse! Hehehehe!
damals, dieses Thermostat, und ich musste es doch anfassen, ganz unbedingt. Nein! Nein, Spatz! Och, schade. Ich musste es aber anfassen. Und wenn ich das mit einem Topflappen anfasse? Ach, auch nicht. Mensch, alles doof. Na, Charlotte, was geht in deinem Kopf vor? Ein Satz, denk nicht mal im Raum dran. Ja. Ey, ein Wort, kannst du vergessen. Nein, Charlotte. Ey, ich wollte doch gar nicht an die Blumen. Da würde ich doch gar nicht dran an die Gießkanne. Nein, nein. Habe ich auch gar nicht dran gewählt. Habe ich gar nicht angefasst, Mama. Ach, hallo. Ich habe da nur so aus Versehen die Hand drüber. Jetzt scheint ja die Sonne drauf, ne? Dann wird es ja bald warm genug sein. Dann könnt ihr planschen. Ja, im Sandkasten seid ihr ja schon drin gewesen. Du hast ja schon ganz viel Sand gegessen. Ist immer noch Sand in der Haare. Ja, genau da. Hast du das mal Mittagsschlaf gemacht? Ja. Unausstehlich hier. Genau, ist ja Schluss mit Sandessen hier. Da war ja schon die ganze Zeit nur rum. Ja, und danach ist Planschen. Erstmal schlafen und dann Planschen. Ja. Ja. Aber. Na, willst du nicht nochmal zeigen, wie du aufs Sofa kommst? Wir müssen, glaube ich, mal kurz deine Schwester. Auf deine Schwester achten. Aua. Na, Charlotte? Sitzt sie gut auf dem Tisch? Nein, nein. Da ist der Tisch zu Ende, Schatz. Da ist auch der Tisch zu Ende, da kommt die Couch. Ja, du sitzt auf der Couch. Und jetzt? Ja, ist deine Schwester, ne? Du bist auch auf die Couch gekrabbelt, ja? Du bist du den direkten Weg gegangen, nicht über den Tisch, ne? Victoria. Victoria. Nein. Hä? Hä? Hast du was zu sagen? Hä? Rechtsatz? Komm mal runter von der Couch. Von der Couch, ne, los? Komm mal zu Mama. Komm hier. Und auf den Tisch. Und jetzt zu Mama. Und runter vom Tisch. Und Charlotte, und du? Ganz alleine lauft ihr. Wollt ihr mal was sehen? Kickt euch das an. Die ältere Schwester hat es vorgemacht und die jüngere macht es nach. Und jetzt kommt sie nicht mehr raus. Willst du drin sitzen bleiben, ne? Ja? Nee, willst du nicht? Soll Mama dich da rausnehmen? Kommst du mit raus aus der Küche, Schatz? Und so fließt ein weiterer Tag dahin. Ach, du musst aber schon wieder kurz vor 8. Schnuffelmäuse gehen gerade bestimmt gerade ins Bett. Pippi, komm mal her. Wir wollen nur einen Schlafsack.
Ich weiß genau, dass da der weit entfernteste Punkt ist, ne? Na komm, Charlotte, komm zurück. Ja, komm zurück. Komm zu Papa. Na komm. Na komm, Schnuffelmaus. Die veralbert mich. Ja, die Schnuffelmäuse waren wieder relativ schnell eingeschlafen. Klar, wir waren ja auch den ganzen Tag draußen mit Diana. Ich gieße und Diana macht gerade unser Essen warm. Gibt noch mal Reste von meinem Geburtstag. So, wollen wir mal gucken. Vielleicht kühlt sich ja noch ein bisschen ab, dass wir noch mal hier alle Fenster aufmachen können und durchlüften können. Weil ich schon ganz schön warm drin. Insofern sage ich schon mal tschüss. Wir sehen uns morgen.